Von der Umgebung, vom Berg direkt über uns. Ja, vieles vom Wasser kommt auch von den Karstflächen am Dachstein. In den Karstflächen, da bleibt kein Wasser hängen, das sickert sofort. Es lagert ihn auch wieder ab in sogenannten Sinterformationen. Die gibt es natürlich in mehreren Arten. Einerseits eine simple Schicht auf dem Gestein, meistens von bräunlicher Farbe, im Gegensatz zum weiß-gräulich des normalen Kalks. Aber dann gibt es natürlich auch noch Tropfsteine, sehr bekannt, hier sogar als Tropfsteine. Solange das Ganze durch die Brücke noch durchfließt und lang und klanglos wieder verschwindet, kein Problem. Sobald es dann zum Überschwappen anfängt, heißt es, die Mühle ruhig, aber zügig zu verlassen.
Führungen, vor allem in der Mammutzüge da. Eine Kleinigkeit, die es hier in dieser Lungenhöhle noch nicht gibt, aber in Alpenhöhlen heißt schon. Seiten circa 6 Stunden zu Fuß oder 2 Stunden möglich mit der Fahrbahn.